Hallo und herzlich willkommen zu Part 15 meines Subterracore Let's Plays. Wir waren hier in der Bibliothek. Und soweit auch fertig mit dir. Mann, es ist so lange her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Mindestens einen Monat. Ja. Aber jetzt spiele ich es wieder. Und wir reden mit dem Typen, mit Wie dem groß wir ist bestimmt dieses schon... Königreich eigentlich? Königreich? Wir sind ein eigenständiger Stadtstaat, dessen Gewinne von den Arbeitern für die Arbeiter erwirtschaftet werden. Ich glaube, mit dem haben wir schon mal geredet. Ich habe nicht... Aha. Wo finden wir... Wo finden wir Bäumen? Ja... egal. Scheiße, Minimap ein. Nee, wie geht das? Minimap? Geht doch. Minimap. Okay, dann gehen wir halt mal nach da links und schauen uns mal an, was hier oben ist und da unten. Aha. Eine Schmiede, wie es mir scheint. Ah ja. Kann ich Sie für irgendwas interessieren? Na klar, wenn du schon so freundlich fragst. Nein. Ich will keine Schwerter. Niemand von mir benutzt Schwerter. Völlig unsinnig. Hallo, liebe Frau, ich möchte mich gerne mit Ihnen unterhalten. Ich heiße Maya und das sind Grub und Rana. Freut mich. Ich bin Kathy. Hallo, Kathy. Grub möchte ihr was sagen. Haben Sie die alten Gebäude renoviert, anstatt einfach neue zu bauen? Sie sind viel zu geschichtsträchtig, als dass wir sie einfach abreißen könnten. Präsident Jürgen wird aber trotzdem alles verändern wollen. Er hat bereits versucht, die Heilige Garde aufzulösen. Unglaublich. Ja, Bill. Kennen Sie Bowman? Die Heilige Garde ist in der Kathedrale. Bowman und die Garde sind wahre Edelleute. Die Bewohner dieser Stadt hörten einfach zu sehr auf Präsident Jürgen. Ihr Vertrauen in engstirnige Politiker wird noch 100 Jahre des Friedens zunichte machen. Oh ja, das wird das. Und ich habe jetzt auch mal schlauerweise meinen Countdown eingestellt. Wird schon nicht zu lange werden. Nicht so wie beim letzten Part. Ja genau. Was darfst du denn sagen? Ich hätte mal gerne nichts. Weil du mich so anmachst. Ach, das bringt doch alles fast nichts. Das ist doch voll... Hatte Runner schon. Besser gibt's nix. Unnötig. So. So. Tauben geht weg. Das ist mal authentisch. Waren wir hier schon? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, Junge. Frau. Laber die doch an. Oh, Gott. Willkommen. Sehen Sie sich ruhig. Jetzt ist die Stimme der alten Frau, oder was? Ja, genau. Dieser Metmotor wäre aber cool. Also, was das so macht, ist schon gar nicht so schlecht. Ich glaube, da werde ich mir mal eins kaufen. Oder zwei? Was haben wir denn hier? Das... Ja, ist doch... Oh Gott! Ja, ich will's noch nicht. Ich will die normalen Werte wissen. Oh mein Gott! Willkommen! Sehen Sie sich ruhig um. Ja, genau. Oh, das gibt schon ordentlich, ey, würde ich mal sagen. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal trotzdem nur einen mal für die Maya. Metmotor. Zack. Power. Metmotor. Tragen. Minimotor. Können wir verkaufen jetzt. Na, oh, meine Güte. Willkommen. Bitte gehen Sie von dem Tresen weg. Und ich laufe mittlerweile in der Luft. Was zur Hölle? Boah, 25. Geht's noch billiger?
Also ich meine, so schlecht ist der ja nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir haben soweit alles erkundet hier und dann gehen wir zurück zum Friedhof und setzen mal den Kopf an die Statue ein. Bock, Dick, Bock, meine Güte. Es haut euch bestimmt die Ohren weg. Dusch. Bock. Knack, Rums, irgendwas. So. Ich habe Angst, ich will raus. Nein. Scheiße, das ist ein Mechanismus. Und ich bin dumm, denn ich betätige jetzt diesen Mechanismus. Bam, friss. Dein Kopf. Aus der Entfernung, ja. Bam. Hallo? Oh Gott. Oh Gott, gleich platzte. Gleich explodierte. Bam. Gott, was ist das denn? Du bist ja hässlich. Deine hässliche Fratze, ey. Muss schon die ganze Zeit als Stein. Was machst du denn jetzt? Ey, was soll denn der Scheiß? Ich glaub's Baguette. Boah, ey, ich hau dir so aufs Maul. Aber richtig. Bam, nimm dies. Der bewegt sich einfach mal keinen Millimeter. War jetzt gleich in Angriffsreichweite, muss man aufpassen, hey. Oh, oh, jetzt kommt's. Oh, oh, was ist das? Oh, Herzenklauen. Oh, voll knallhart. Hey, du hast doch nicht mein Hundleben geklaut. Ich hau dich kaputt. Nimm dies. Boy, lauf mir nicht in den Weg. Doch, tu's, genau. Bleib da stehen. Vielleicht treffe ich jetzt alle drei. Das wäre natürlich super. Bam. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich würde mal sagen, du haust den nochmal kaputt und du versuchst mal mit dem. Ich denke nicht, dass du dafür springen musst. Ja, das war ein Fail. Oh Gott! Gleich knabbert er an mir. Ich kann es nur seinen Atem spüren. Boah, boah, jetzt! Krüppelschlag! Oh, scheiße! Ey, die sind ja nicht mehr so... Oh, scheiße, Drecken. Los, los, schneller! Mach diese scheiß Dinger platt, ey. Das gibt's doch nicht. Ja, jawoll! Und... Nein! Boah! Boah, was war das denn bitte? Lol? Was ist das denn? Ich glaube, der hat gerade zwei Schicksalskarten kombiniert. Oh, scheißen Drecken. Nein! Boah, nimm das Ding weg. Scheiße. Boom! Okay. Erstmal bei mir den Zombie wegballern. So. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen auf den. Dann müsste das Zombie auch schon fast tot sein. Der Zombie. Ja, sehr schön. Immerhin einer. So, dann probieren wir es mal mit dem jetzt. Dann wollen wir einfach mal hoffen, dass der keine neuen Zombies ruft. Ja, hat ja super geklappt, Grub. Bist so ein Trottel. Mach halt Runner hier drauf. Nee. Dann mach da drauf. Bam! Süß. Bloß auf den Zombie, ey. Wow. Der tut den Runner gleich weh. Nein, wehe. Hörst du auf? Was soll denn das? Kannst du mal aufhören? Alter! Es ist Steine regnen. Ich glaube, Grubs. Grubbly Boy sollte mal ein bisschen Brot verriesen. Nom, nom, nom. Hey, 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 hey. So. Ne, so. Auf den. Und jetzt ist er kaputt. Boah, nee, ey.
Jetzt. Stirb doch. Jetzt. Alter. Jetzt aber. Boah, endlich. So, jetzt gibt's volles Pfund aufs Maul. Bam. Und bam. Yeah. Da war er weg. Grubber erreicht Level 5, Runner erreicht Level 6. 1440 Gold, 2 Brote, einmal Erde-Schicksalskarte erhalten. Erde-Schicksalskarte erhalten, Erde, Erdfluch, Wasser, Höllenflut, Heilen, Heilzauber. Super.